Moin, du kleiner Racker, und herzlich willkommen. Guckst nicht in die Cam. So eine habe ich eben gerade. Ja, wirklich? Ja. Okay, so mach nochmal. So eine habe ich eben gerade. Neue Mad Battle-Folge, Leute. Ja, Leute, was heute geht? Mittelalter-Style. Mittelalter ist richtig nice. Ja? Finde ich cool. Würdest du dort leben wollen? Ja. Ich nicht. Warum nicht? Nee, die haben auf die Straße geschissen. Ja, das stimmt. Naja, nicht direkt. Aber indirekt. Ja, das schon. Ja, ich habe auf jeden Fall heute Game of Thrones Namen mit dabei. Du bist ja auch großer Fan davon. Ich bin sehr großer Fan, ja. Deswegen hast du das ja auch auf Thumbnail gepackt. Jon Schnee. Top. Noch wen? Dieser äußerst kleine Zwergenbrite, der alle Weiber wegflext. Ja. Ich weiß aber nicht, wie er heißt. Der flext aber eigentlich keine Weiber weg. Bin ich Fan von. Ja? Ja. Magst du ihn? Ich mag Zwerge, die Weiber flexen. Ja, warum guckst du ihn nicht? Die Serie? Zu teuer. Okay. Lass uns mal loslegen mit Mad Battle. Können wir eventuell machen. Ich habe hier The Lord und Wallbreak. Okay, ich habe Bronn und Daenerys. Daenerys ist die geile Blonde, die kennst du vielleicht auch mit den Drachen. Die habe ich schon mal geflext. Ja? Ja. Wir haben hier übrigens König und Queen, King und Queen natürlich hier mit dabei. Ja, warum hast du sie nicht Queen genannt? Weil Daenerys ist eine Königin. Nee. Doch, nee. Wirklich. Spoiler. Haha, Leute. Oh, Stärke, let's go. Oh ja, auf ihn. Jawoll! Oh ja, das macht er. Hä? Das hat nichts gezogen. Hätte wirklich nicht, ne? Gar nichts. Hä? Jaula. Okay, und Cesurio ist natürlich der gute alte Krieger und du hast die Mauer, die Festung mit richtig, dabei. Richtig. Die ist natürlich im Mittelalter. Da muss dein Krieger jetzt durchbrechen erstmal. Ja, wird nicht so leicht, wenn die. Cool, das aussieht. Diebeskuss, Alter. Die Feenattacken sind aber on point gerade. Welche? Ich bin wieder voll. Die Feen? Feenattacken, ja. Du bist wieder voll. Das ist ein bisschen sad gerade, aber ich werde gemeinsam mit meiner Königin und meinem Krieger da durchbrechen. Ich bin gespannt. Ist ein bisschen wie Schach. Ja, stimmt. Schachbattle. Leute, wollt ihr ein Schachmetronom-Battle? Wenn ja, schreibt doch mal Charaktere da rein, die man da nehmen kann. Ich bin wieder voll. Ey, was ist denn los mit deinen Heilattacken? Krass, ne? Ist gar nicht voll. Bin ich wieder voll. Lehmorb. Lehmorb! Ich spiele keinen Lehmorb, nur so Typenspiegel. Ich hätte eine so potenziell gute Kombination bekommen können. Und dann hole ich mir einfach dieselbe. Der war halt. Jetzt ist immer meine Fähigkeit weg, so. Wie wir gelernt haben. Schlecker ist gut. Schlecker-Para? Keine Para. Ah, sehr gut. Mann! Bruder, was ist los? Sieht aktuell noch nicht so optimal aus, aber irgendwie passiert noch nicht viel. Kraftreserve ist. Geist? Unlicht? Boden. Unlicht, glaube ich, oder? Boden. Ja, war Megaboden, Alter. Megaboden? Der Megaboden war das. Das war eine HP-Chaos-Server. Okay. Kennt man. Oh! Flinkklaue! Let's go! Flinkklaue. Weißt du warum? Der ist so schnell, ist plötzlich einfach da gewesen und hat mich aus dem Wasser gerettet. Einfach so aus dem Nichts. Ist das so? Glaube ich, ich habe keine Ahnung. Oh, Durchbruch! Gott sei Dank. Wie es immer auf die Falschen geht gerade, was soll denn das? Nee, finde ich gut. Finde ich kacke, Horta. Das finde ich nicht optimal. Nö. Verteidigungsboost ist ja jetzt super scheiße. Also, ja, ich bin halt schon. Ja, Mura halte ich ja jetzt nicht mit Heilwoge. Toll. Toll gemacht, Alter. Härtner, ich mach mal einfach mit. Ich hol mir deinen Typen, Ja. Keine Ahnung. Momentan guckt sich Daenerys sehr viel von Königen ab. Ja. Die muss noch ein bisschen eigenständiger werden. Gesang, okay, abgewehrt von Bronn. Klar geht das dann nicht. Oh, ich dachte, das trifft beide. Also geht auf beide zumindest. War das nicht Grasflöte? Die geht, glaub ich, auf beide. Ja, keine Ahnung, Alter. Weiß ich doch nicht, Mann. Niemand weiß das. Nicht mal Pokewiki. Kannst ja schnell nachgucken. Okay. Gewissheit. Dann google mal. Oh, du bekommst die Gewissheit, dass du Bronn nicht rausnehmen kannst. Stimmt. Und Lebenobschaden bekommst. Ich dachte ganz kurz, dass es eine Kampfattacke ist. Ja? Ja. Das ist Vergeltung gewesen oder so. Zuflucht. Jawoll! Das klappt. Alter. So klappt das nicht. Das war Nido Queen, oder? So gerade? Klappt das, ja. Daenerys, ne? So klappt das nicht. Bin ein bisschen traurig. Blitzkanone. Wow. Was ist denn das für eine Runde hier gerade? Passiert ja auch noch was? War nicht so krass. Hypnose, schon wieder. Alter, was ist denn mit diesem? Und diesmal trifft es auch noch. Warum schläft denn Daenerys jetzt? Der akzeptiert halt gar nicht. Wie wird denn die eingeschläfert von der Festung? Dass jetzt die Königin wach ist, Alter. Nee. Sie muss schlafen, den ewigen Schlaf. Oh, jetzt haben wir so ein Prinzessin im Märchen, Alter. Weißt du, die schläft und jetzt kommt der Prinz und weckt die auf. Dornröschen, das passt auch gut, weil es Dorn hat. Ja, ist halt echt so. Ja, jetzt noch der Innedrop rein, vielleicht so 8-mal. Nee? Okay. Nee, beide schlafen. Okay, finde ich gut. Beide schlafen? Ja. Bronn schläft nicht. Bronn kommt jetzt durch. Bronn greift. Nee, schläft jetzt auch. Ja, meine Erholung jetzt. Gift. Ich weiß nicht, was du noch hast, aber Giftspitzen könnte ziemlich broken gerade sein. Das ist recht broken. Mhm. Wechsel mal aus und wechsel Nido King wieder rein, dann kannst du sie wieder aufsammeln. Darfst du nicht. Zauberblatt. Finde ich gar nicht so geil. Ach, guten Schaden. Zauberblatt. Zauberblatt. Leute, Zauberblatt, ich hab's gecallt. Was hab ich denn eigentlich noch?
Ja, das weiß ich nicht. Ah, das ist noch. Ja? Das ist nicht broken. Ne? Nee? Nee. Okay, finde ich gut. Was hast du denn noch? Sag ich ja nicht. Lass mich überraschen. Oh, Leute, jetzt könnt ihr schon mal nachgucken. Was gibt es für Stahlfliegende oder Gift-Pokémon? Eissplitter. Komm auf Green. Auf Zero. Nice. Na, boah. Da sah es so aus, als wenn es richtig viel zieht, dann ging's. Linares ist aufgewacht, jetzt komm, jetzt mach mal bitte irgendetwas. Nee, mach mal nicht. Schick mal deinen Drachen vor. Mach mal Bubi. Ja, Donnerzahn ist okay. Paraflinch. Nee, weder Flinch Chance ist noch. Weder noch, du weißt es noch gar nicht. Nee, weder noch. Kraftreserve, Unlicht, wie oft? Kraftreserve. Step! Stimmt, Vielleicht, wenn es Unlicht war. Ja, oder es kann auch Drache oder so sein. Sah nicht so aus, bin ich mir nicht sicher. Psychostoß? Nein, es trifft. Das war's mit Neres. Weißt du, was sie hatte? Gar keine KP. Für ein Item? Ein Draco-Juwel. Mit K wird das geschrieben. Fällt von meinem Bestien? Weil sie die Drachen hat, weißt du? Sie ist die Königin der Drachen. Drei Stück allerdings, nicht so wie bei anderen Personen. Da gibt es nämlich vier auch manchmal. Eigentlich gibt es vier. So. Was hältst du von Melisandre? Die hat einfach mit irgendeinem 16... Das ist ein völlig blöder Name. Mit einem 16-Jährigen geschlafen und mit dem geschlafen und hat so ein Schattengeburt geboren. Eine Schattengeburt? Ja. Na, macht Sinn. Coole Sache. Game of Thrones ist genau das, was ich sehen will. Achtung, Game of Thrones Spoiler übrigens, Leute. Hashtag valider Spoiler. Valide. Erstauner Step. Lass mal Hashtag valide machen. Hashtag valide. Valide, Molide, Voluminous. Einäschern! Bruder muss los! Nein, meine Bären! Ich nehme Bronn raus. Ja, finde ich nicht gut. Das heißt übrigens, Bonn ist eine Stadt. Nee. Doch, wirklich. Ach ja, stimmt. Rechtschreibfehler. Ja. Scheiße. Ja, okay, du bist hab auch tot. Auch raus. Aber ich habe zwei schon verloren. Ist blöd jetzt. Und du hast Muramura. Muramura hat einfach so eine brokene Typenkombination. Aber die Schwebe rettet mit dem Arsch, Alter. Aber sowas. So broken ist die Typenkombi nicht. Wenn du mal mit einem Erdbeben kommst oder so, ist halt RIP. Ich habe nur noch ein Pokémon. Und das ist. Du hast Swashy. Swashy. Okay, verstehe ich. Und ich habe Tyrion. Tyrion? Ist das der Zwerg? Ja. Nice! Ich habe ihn. Aber warum ist der so groß? Ja, nicht so groß. Der ist in der Serie so ein bisschen zu einem Comedian-Opfer geworden. Das ist einfach nur. Aber guck mal, die Gift immer irgendwelche Witze reißt und Gift das Ding sieht aus wie ein Clown. Jetzt schon mal nicht. Nicht? Nee. Weil ich einen Stahlmann reingesteckt habe. Stimmt, ja. Ja. Crazy. Und dann hast du wahrscheinlich auch noch andere Sachen. Vielleicht. Okay, Eistrahl, let's go. Das ist natürlich schon mal broken. Freeze. Wir haben es beide gecallt. Beide zusammen. Übel gut. Und vielleicht machst du jetzt einen Flammenwurf? Ja, dann ist egal. Du setzt Metronom ein. Turbo-Tempo. Du setzt Metronom ein, das weißt du. Du sollst einen Flammenwurf machen. Ach so, so meinst du es. Ja, das würde funktionieren. Taktikwechsel. Das finde ich eigentlich ganz geil, wenn du in der Taktik, in der Form bleibst. Du kommst nie wieder zurück. Doch, ich mach gleich Königsschild. Alter, das wäre broken. Nicht broken, aber das wäre crazy. Ja, du bist eingefroren. Noch gefühlt. Ja, aber das bedeutet aber noch lange nicht, dass ich gewinnen werde, weil Dungard ist halt ein Uber, dann hast du noch... Was hast du eigentlich für der krasse Pokémon hier? Der Kampf ist jetzt schon besser als jeder auf deinem Kanal. Jeder? Weil Pulverschleuder. Jetzt keine Feuer. Aber wohl geht ja eh nicht. Ja, stell dir vor, es taut jetzt auf und setzt dann einen Feuerwurf ein. Das wäre echt ein bisschen blöd. Das wäre crazy. Ja. Das wäre ziemlich crazy. Willensleser. Einzigartige Animation. Nice. Gut. Ja, wenn dann eine K.O.-Attacke kommt, okay, nehme ich. Wasserdüse. Oh, Alter, was ist mit deinem Prio los? Ach, das Falsche. Boah, aber es macht trotzdem so viel Schaden, Mann. Immer noch gefreezed, was soll das? Spielst du Wahlband auf dem Tal wieder? Bist du irgendwo nicht Wahlband drauf? Ne, ich spiel alles mal anders. Item. Ja, glaube ich auch. Wie dreckiger. Ich weiß nicht, ob es Wahlband ist. Blubstrahl. Ja, mach auf Muramura, ist okay. Wird einiges schon, an Schaden macht machen. Macht schon guten Schaden. Denke ich auch. Aber es wäre wichtiger, sich jetzt erstmal auf das nicht eingefrorene Pokémon vielleicht zu konzentrieren. Maybe? Möglicherweise. Komm, nimm es jetzt raus. Surfer. Oh, Surfer. Trifft auf jeden Fall jetzt durch Willensleser. Oh. Heftig. Egal, ob du Blendpool hast oder nicht. Crazy. Könnte aber töten, Wallbreaker. Nice. Melisandre fast mitgenommen. Nur fast. Aber ich krieg jetzt besten Boost. Alter, ja. Und das könnte noch für dich richtig gefährlich werden, aber du brauchst halt nur einen Angriff. Das ist broken, einen physischen, Alter. Und dann war's das. Okay, aber Inferno geht. Aber trifft es beide? Nee, aber es macht denk ja ich, nichts. Denk ich. Alter! Das Ding hat eine okaye Spezialverteidigung. Da vielleicht auch bei Glas. Vielleicht auch beides. Ja, so wie das hier aussieht. Gomgoms! Gomgoms! Gomgoms, Leute! Giftspitzen Männer nicht.
Ja, ist stimmt. Giftspitzen gar nicht gemerdert, Alter. Richtig verschwendeter Move. Ja. Komplett. Hast du dich erst gefreut, ne? Und dann ist jetzt wieder ja, zunichte gemacht, Mann, dein Traum. Mann, Mann, Mann. Jetzt muss was kommen. Lichtkanone. Okay, immer noch mal ein Angriff. Auf Smogmog, bitte. Ja. Wow. Nehme ich. Nicht schlecht. Und Koplosio, Koplosio, komm schon, bitte. Irgendeinen speziellen. Ich sollte demnächst echt KP investieren. Klammer. Ist Wasser. Ist, ja. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Was dazu? Was würdest du machen? KP-Investment spielen. Demnächst. Nein, warum? Doch, mache ich einfach. Säure tank ich. Geht auf beide, okay, ist gut. Okay, auf beide ist schlecht. Das ist nice. Das war nicht bad von dir. Ich könnte irgendeinen Drop kriegen, oder? Ne, kriege ich aber nicht. Warum kommt es macht bitte nichts? Kommt noch. Bitte nichts. Explosion. Blütenwirbel. Ja, aber du siehst, ich habe keinen Spezialangriff. Trifft alle. Ah, das ist nicht gut. Hat sogar dir ganz okay einen Schaden gemacht. Ja. Stimmt, du hast ja auch natürlich keine Verteidigungswerte mehr. Selbstverständlich. Gar nicht gut, Mann. Jetzt, es wird interessant, weil ich bin halt super, super gefährlich mit meinem Spezialangriff. Du aber auch mit deinen beiden Angriffen. Und Gomgom ist so ganz gut in der Verteidigung. Also, ja. Mein Angriff mit physischer ist aber auch nicht schlecht. Ist das so? Windstoß. Ist speziell auf Gomgoms, please. Ah, das ist Shiri. Shiri. Was trage ich überhaupt für ein Item da drauf? Gigastoß, okay, nice, nehme ich. Ist nicht so geil. Gomgoms. Gomgoms kann nicht so krass viel Schaden ausrichten, aber wenn die richtige Attacke kommt. Flammball sollte ich tanken. Ja, ich denke auch. Den sollte ich noch aushalten. Oh, boah, das trifft alle einfach. Oh ja, es nimmt dich auch raus. Wieso krieg ich denn nur Moves, alle... Das wäre Trice. Man kann ja mal fragen. Das wäre Trice. Alter, jetzt Gomgoms gegen Koplosio. Gomgoms, das Pio. Jeder Move könnte der letzte sein. Gegen ja, aber ich bin halt schon super down. Ist nicht Uber. Ich weiß. ja, aber ich bin auch Baumwollsaat. Ich bin ja auch schon übel down. Klar. Ja, aber du überlebst noch. Physische Moves zum Beispiel überlebst du noch. Nee, glaube ich nicht. Doch. Nee, Psycho-Klinge kriege ich nicht getan. Ja, wow, eine Guillotine auch nicht. Giftstachel. Nicht sehr effektiv. Keine Vergiftung. Crit. Ja. Da kriegst du einfach die... 10% Vergiftung, oder? Den Prit? Die Critten. Ja, Crit. Ich habe jetzt richtig Bock auf Critten, Alter. Klingt wie Fritten. Ja, hey, eben. Wollen wir Pommes essen gehen? Ich hab so Bock auf Pommes. Lass Pommes essen. Ciao, Leute. Ciao. Tschüss. Ich komme hier nicht raus.